Komm, komm an. Break! Step back. Das ist natürlich so, wenn man ständig im Training ist und richtig austrainiert ist, wie das bei Cengiz Kocs mit Sicherheit der Fall ist, dann haben wir sehr viel größere Routine, auch die Erfahrung liegt für ihn. Warum sieht man keinen großen Unterschied zwischen den beiden? Ja, das war wieder eine ganz, ganz knappe Sache. Eine gute Runde, eine gute Auseinandersetzung überhaupt zwischen den beiden, recht lebhaft. Die angesetzte Strecke sind 6 Runden. Immer wieder mit der Linie und sicher in seine Verteidigung. Du, da, wenn er einen Treffer kriegt, dann kommt er gleich ein Gegenangriff. Der ist gar nicht ungefährlich. Da hat er recht. Beide mitnehmen, dann nehmen die da immer ein bisschen überkippen. Beide mit sehr sperrigem Haarwuchs. Hast du verstanden? Nicht so nah rangehen, dann kannst du dich hauen. Ein bisschen weiter drauf, hast du gemerkt? Aber die Beine müssen unterstellen, die hast du überkippt. Immer wieder. Das kommt von ganz alleine. Durch die linken Hand machst du schon müde. Ja? Dieses Beschweren beim Ring ist, das bringt nicht viel. Zeitvergeudung. Come on. Macht es bitte trocken hier. Break! Break, step back. Schöne Kombination da von Cengiz. Gute Szenen hier für Cengiz Kocs. Don't push! Don't push! Break! Eigentlich ist die englische Sprache nur bei internationalen Boxkämpfen notwendig. Aber wie das so ist, der Bodensee ist vielleicht schon Ausland. In dieser Runde ist Cengiz Kocs doch deutlich besser. In den ersten beiden Runden, vor allem in der zweiten, konnte man darüber streiten, ob er wirklich so gut, so viel besser war. Aber hier in dieser dritten macht das doch recht deutlich. Marcel Zitter ist sicherlich ein harter Mann. Er hat bisher alles weggesteckt. Das war mühelos.
Hause. Und weiter geht's hier mit der zweiten Hälfte des Kampfes, also der vierten Runde zwischen Cengiz Koç hier im Bild und Marcel Zeller in der roten Ecke. Der Karlsruhe hat sich bisher recht ordentlich gehalten, muss ich sagen. Die ersten beiden Runden waren mehr oder weniger ausgeglichen. In der dritten war Cengiz Koç dann doch der deutlich bessere. Mal sehen, wie es weitergeht. Don't hold and okay, Box. Ja, man hätte natürlich sagen können, Marcel Zeller hätte diesen Kampf nicht akzeptieren sollen. Er wusste ja schließlich, mit wem er sich da einlässt. Aber ich gehe mal davon aus, dass er einfach die Börse wollte und auch sich die Chance nicht entgehen lassen wollte, gegen einen Mann wie Cengiz Koç zu boxen. Das ehrt ihn. Watch your head. Watch your head. Watch your heads.